unserer Pressekonferenz. Ein 3:1 Heimsieg. Der 5. Sieg im 6. Spiel. Didi, dein Statement zum Spiel, bitte. Also mich freut es heute ungemein für die Mannschaft, dass sie so agiert haben, dass sie nach Donnerstag, nachdem er ja eigentlich alles verlernt hat, wo man wirklich schlecht spielt, aber eigentlich total niedergemacht worden sind und schlechtes Spiel, mehr war es nicht und das wird uns des Öfteren noch passieren. Und deshalb haben sie heute eine richtig gute Antwort gegeben, haben eigentlich vor den ersten Minuten haben wir heute ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Spielerisch eigentlich war das wirklich brutal überzeugend. Haben sie leider nicht mit mehr Toren belohnt und muss der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen, weil nach diesen Belastungen, die was wir haben, nachdem unser Kader nicht der größte ist, haben sie das heute gezeigt, dass wir eine Mannschaft mit Mentalität und mit Charakter sind. Und das heißt nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen werden. Und deshalb haben die Jungs heute wirklich eine riesige Freude gemacht. Christoph, der Führungstreffer in der 22. Minute. Wie hast du das Spiel sonst erlebt? Ja, der Trainer hat schon alles gesagt eigentlich, dass wir richtig gut in die Partie reinkommen sind. Dass wir leider nicht unsere Torchancen so genutzt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber nichtsdestotrotz war es ein richtig gutes Spiel von uns und ja, verdient gewonnen. Darf ich mal eure Fragen bitten? Warte, wir haben ein Mikrofon. Du hast das eh schon, das Einzige, was man begritteln kann, ist wahrscheinlich die Ausbeute. Ihr habt 30 Mal aufs Tor geschossen. Ist es, ich fühle da eine Rolle, dass man weiß, vielleicht, dass in der Partie nichts passieren kann, dass man im Unterbewusstsein nicht irgendwie da voll konzentriert ist oder ich weiß nicht, wo sich so die Gründe? Nein, also ich glaube nicht, dass der Spieler jetzt eingegangen ist, dass er das Gefühl hat, dass wir das Spiel schon vorgewonnen haben, weil dann ist es nicht immer interessant. Die Jungs wollten heute die Antwort geben, nachdem wir Donnerstag eben nicht so gespielt haben, wo andere komplett andere Umstände waren. Und das gefreut mich für die Burschen, weil sie da für mich persönlich, ohne dass man da jetzt, natürlich wird dann wieder jeder sagen, jetzt tut man irgendwelche noch Ausreden sagen, sie haben heute die richtige Antwort gegeben und das ist für mich das Allerschönste. Weitere Fragen? Rainer? Und was ist mit Leo Kreimel? Leo Kreimel ist gesund. War aber jetzt nicht im Kader, weil wir Spiele haben, noch mehr Spiele haben und wir können 18 auf dem Zettel schreiben, aber das hat jetzt keine großen, war jetzt einfach so, dass ich ihn Leo draußen lassen habe, aber das hat nichts zu tun mit Donnerstag, sondern das war einfach, der Sonny, glaube ich, braucht auch seine Spiele und dadurch habe ich mich für den Sonny entschieden und nachdem der Maxi wieder spielen konnte. Christian? Ist die Torhüterfrage, ist das einmal vorerst geklärt? Hast du da jetzt bleibt einmal der Gartl im Tor oder wie wirst du da auch wieder wechseln? Oder? Ich sage so, er hat am Donnerstag ein sehr gutes Spiel gemacht, hat uns da wirklich lange im Spiel gehalten, muss man ganz ehrlich sagen. Und er hat heute auch keinen großen Fehler gemacht. Natürlich war es so, dass wir Alltag eigentlich kaum Möglichkeiten gegeben haben, weil sie es wirklich gut gemacht haben. Und ich sehe jetzt keinen Grund, dass man da was verändern sollte, weil er hat es gut gemacht in den letzten zwei Spielen. Und ich bin froh darüber, dass ich trotzdem noch weitere Torhüter habe, wo ich sage, die kann ich ohne Bedenken einsetzen. Ich meine, unter dem nächsten Lockdown, wir leiden alle. Ja? Ihr leidet auch, im Fußball wird gespielt für die Fans, für die Öffentlichkeit. Ja? Jetzt hat man Europa League wieder steht bevor, dann ein Spiel gegen Salzburg. Ja? Und das alles im leeren Stadion. Ich meine, es ist ja auch Hut ab, dass ihr so Leistungen bringt, total. Aber wie schwierig ist das wirklich jetzt für jeden Einzelnen? Ist nicht schwierig. Also ich glaube, wir sind nicht die einzige Mannschaft, die ohne Zuschauer spielt. Wir müssen das so hinnehmen und ich glaube, wir sind Profi genug, dass wir auch ohne Fans spielen dürfen. Müssen, leider. Aber ja, wir müssen das so hinnehmen. Alex Huber. Frage an Trainer und an Gnasi. Es war das letzte Mal, man merkt, die 1500 haben sich sehr gefreut. War das irgendwie vielleicht auch noch eine letzte Motivation trotz der letzten Anstrengungen, dass man sagt, okay, auch wenn jetzt nur 1500 da sind,
es ist vielleicht doch was anderes mit Zuschauern zu spielen und wir wollen da irgendwie nochmal auch was liefern, wo die Leute dann heimgehen und sagen, wenn es das letzte Mal vielleicht für das ganze Jahr war, das ist wenigstens noch ein würdiger Abschluss gewesen. Also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendein Spieler war, da muss man Gnase noch fragen, aber ich glaube nicht, dass ein Spieler nur daran je gedacht hat, wegen die 1500, wir würden gern vor 25.000 spielen, das ist ganz klar, aber ich glaube, ein Profi hat die Aufgabe, ob er jetzt von null spielt, ist natürlich ein Jammer, muss man sagen, ist unglaublich schlecht, aber ich glaube jetzt nicht, dass ein Spieler reingeht und sagt, wir wollen grundsätzlich immer gute Spiel abliefern. Und heute waren leider noch 1500 da, tut mir echt leid, weil ich glaube, dass da heute auch wiederum die Zuschauer echt mit einem lachenden Gesicht nach Hause gegangen waren, weil die Art und Weise der Mannschaft heute echt gut war. Und wir müssen es leider hinnehmen, aber es ist echt schade. Und es betrifft jetzt nicht nur die jetzige Situation, sondern auch im Frühjahr, wo wir gute Spiele gemacht haben. Und es ist halt schon schade, weil die Jungs verdienen sie Zuschauer, das verdienen sie andere Mannschaften auch. Und deshalb machen sie es wirklich unter diesen Umständen echt gut. Moment, wir haben noch immer ein Mikrofon. Gut. Du, ist es ganz einfach, ich meine, aber wir wissen halt, dass Rapid eben die meisten hat in dem Land und sehr, sehr davon lebt. War das vielleicht wirklich auffallend, das einzige Mal gegen Arsenal, ja, dass dann vielleicht nach dem 2-1 Führungstor, dass man dann dort der 12. Mann vielleicht richtig gefällt, ja, dann halt vielleicht die Kraft wirklich von außen kommen müssen. Siehst du das so, oder Trainer, oder wie ist das? Ich sage, heute oder so war das, oder auch sogar gegen LASK, in vielen Spielen hat man es nicht so gemerkt, nicht? Aber ja, natürlich. Jetzt das Arsenal-Beispiel. Ja, natürlich ist es so, wenn 20.000 im Rücken sind, dass wir da vielleicht nochmal einen Aufschwung kriegen, aber ja, wir müssen das leider so hinnehmen, also wir können das jetzt nicht ändern, aber wie gesagt, kann man das nicht ändern. Ich sage schon ganz ehrlich, also ich denke, Fußballprofi, es wird kein Fußballprofi geben, der nicht von vollem Haus spielen will. Und ich glaube, wenn wir solche Spiele abliefern, wie wir es jetzt eigentlich die meiste Zeit tun zu Hause, denke ich, dass wir da einen unglaublichen Support kriegen würden, der was den Spieler dann schon heben kann. Das ist ganz klar. Und es fehlt uns und deshalb sehe ich es ja eigentlich noch unglaublich vor die Burschen, dass sie dann eigentlich so agieren, weil man kann schon da mitten mit dem 12. Mann, dem was wir oft gehabt haben, kann da schon noch Dinge noch passieren, die was vielleicht unter 0 oder 1500 nicht passieren könnten. Arsenal so ein Fall sein könnte. Ich meine, wir reden jetzt das ist jetzt hypothetisch. Ja, klar, möglicherweise, aber ich glaube, dass Arsenal schon eine gute Qualität hat und jetzt das auf die Zuschauer zum Schließen, das ist halt für mich ein bisschen, da muss dann schon noch was passieren, aber ich denke, dass man das jetzt nicht so mit den Zuschauern sagen kann, weil ich glaube, Arsenal ohne, wir haben es am Rand eine Niederlage gebracht und ich denke, dass dann mit 2-1 wäre es dann mit Zuschauern genauso schwach gewesen, glaube ich. Obwohl wir natürlich denen uns noch vorn peitscht. Jetzt noch eine Abschlussfrage. Gibt es schon eine Einschätzung, was Dundalk angeht? Welche Kragenweite hat denn der Gegner? Wir wollen das Spiel gewinnen. Also Kragenweite ist immer so, weil hat auch jeder gemeint, dass Molde keine gute Mannschaft ist. Und ich sehe es anders. Ich glaube, Molde ist eine sehr gute Mannschaft gewesen. Und ist auch eine gute Mannschaft und Dundalk hat auch ihre Qualitäten. Aber natürlich ist es so, dass wir den ersten drei fahren wollen. Am Donnerstag ist ganz klar und das ist unser Ziel. Und wenn es ein hartes Stück Arbeit ist, wird es ein hartes Stück Arbeit, aber wir wollen mit aller Gewalt den Dreier machen. Da drüben ist noch eine Frage von Philipp Scheichel. Frage an den Trainer, was ist Stand der Dinge bei Taxi Funtos? Ist schon klar, ob operiert werden muss oder nicht und wann darf man wieder mit dem rechnen? Ist Donnerstag eine Option oder ist das längerfristig? Wie entwickelt sich das? Ich glaube, länger wird es nicht sein. Es ist so, dass er nicht operiert wird und dadurch besteht die Möglichkeit, dass er eher wieder zum Einsatz kommt. An Donnerstag sicher. Nein, hat auch mein Trainer gesagt. Du spielst Samstag, aber nicht diese. Ich habe gesagt, Trainer, danke schön. Am Sonntag kann er Salzburg nicht spielen, weil es kein Donnerstag ist. Er kann auch Donnerstag möglicherweise spielen und dann wird Sonntag auch funktionieren. Aber jetzt müssen wir mal anwarten. Aber es ist so, dass er hat definitiv keine Operation.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, sage ich vielen Dank. Alle Infos zur Presse.